Eine Reha im Widerspruchsverfahren. 250.000 Euro Rentenleistung. Guten Tag, mein Name ist Frank Weise. Ich bin Rentenberater bei rentenbescheid24.de und verantwortlich für den Bereich Erwerbsminderungsrente. Unser Mandant war langjährig verantwortlich in einem Kreditinstitut tätig. Berufliche Mehrbelastung führte dann Anfang seiner 50er zum Burnout. Er stellte den Renteantrag an die Deutsche Rentenversicherung. Dieser wurde leider 5 Monate später abgelehnt. Jetzt suchte er sich Hilfe, im konkreten Fall bei Rentenbescheid 24. Ich legte fristwahren Widerspruch ein, prüfte die medizinischen Unterlagen und begründete den Widerspruch. Es kam zu einer seltenen Reaktion der Deutschen Rentenversicherung. Ein Reha-Angebot für eine psychosomatische Reha. Wir bestärkten unseren Mandanten, die Reha anzunehmen, da wir hofften, dass sich das Verfahren abkürzend auswirkt. Er ließ sich mit unserem Coaching-Programm auf die Reha vorbereiten. Dies dient dem leidensgerechten Verhalten und der Vermeidung des Rückfalls in typische Verhaltensmuster der Männerwelt wie durchhalten oder einfach mal machen. Während der Reha hielten wir engen Kontakt, da unser Mandant große Probleme hatte, das Reha-Programm zu absolvieren und zu bewältigen. Die Reha endete dann mit dem Ergebnis, dass die Leistungsfähigkeit für den allgemeinen Arbeitsmarkt aufgehoben war. Der Rentenbescheid für die befristet gewährte Rente wurde schon 9 Monate nach meiner Widerspruchsbegründung und der Reha erlassen. Das gesamte Verfahren dauerte dennoch über 2 Jahre. Das ist normal, leider. Ohne Hilfe oft auch länger. Unser Mandant kann bei fortlaufender Weitergewährung eine gesetzliche Rentenleistung von aktuell 350.000 Euro erwarten. Wenn auch Sie Fragen zum Widerspruchsverfahren bei abgelehnter Rente oder unserem Coaching-Programm haben, schreiben Sie uns eine Mail an anfrage@rentenbescheid24.de oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.rentenbescheid24.de. Vielen Dank, dass Sie uns folgen, sich bei uns informieren. Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit. Herzlichst, Frank Weise von rentenbescheid24.de.